Hallo und willkommen zu einem kurzen, sagen wir mal, Erfahrungsbericht und einigen Vorschlägen, weil ich ja ein neues Spielzeug entdeckt habe, nämlich TikTok, und ich dort gestern Abend über einige Kanäle oder wie immer man das jetzt nennt, gestolpert bin. Und dann bei einem habe ich halt einen Kommentar geschrieben und dann hat mich der Host eingeladen, doch einfach mitzumachen bei Vidaloka. Da habe ich dann gesagt, okay, wunderbar, komme ich mal rein. Habe mich mit denen nett unterhalten und die haben mich gefragt, was ich eigentlich bin. Und da ist mir aufgefallen, das hat mich jetzt, da war ich erschrocken, wie uninformiert, wie schlecht informiert die Leute dort waren und wahrscheinlich immer noch sind, weil ich habe das Gefühl, die sind update-resistent. Ich verstehe nicht, wie heute im 21. Jahrhundert, im Jahre 2023 noch jemand sagen kann, der Atheist behauptet, es gibt keinen Gott. Und das verstehe ich nicht, weil ein Atheist lediglich nicht das ist, was ein Theist ist. Weil ein Theist glaubt, dass es einen Gott gibt. Und da ist es egal, ob das Brahman oder Yahweh oder Yeshua oder wer immer das ist, ist ja egal. Und ein Atheist glaubt das nicht. Und mehr ist das auch nicht. Dann ich habe es nicht verstanden. Ich musste dann wirklich erklären, Glaube und Wissen, ohne jetzt großartig in die Epistemologie einzutauchen, sondern einfach nur mal so global galaktisch zu erklären, wie Glauben und Wissen eigentlich zusammenhängen. Und dann musste ich erklären, den Unterschied zwischen Atheist und Agnostiker, weil ein Agnostiker weiß nicht, der Atheist glaubt nicht. Das heißt also, ich kann durchaus sagen, ich glaube nicht, dass es Götter gibt, kann es aber letztendlich nicht wissen, ob es nicht irgendwo im Universum oder in einem anderen Universum oder außerhalb, was immer, dass es da nicht irgendwelche Götter gibt. Das heißt also, jawohl, ich kann gleichzeitig Agnostiker und Atheist sein. So, was mich dann weiter etwas betrübt gemacht hat, ist der doch sehr rüde Umgangston, dass man ständig übereinander herfällt, dass man ständig unterbricht und dem anderen nicht mal aussprechen lässt. Und auch als diese Auszeit, also wo, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieser Modus im TikTok, wo man eine bestimmte Zeit jedem gibt und kein anderer kann dort reinreden. Was dann gemacht wurde, ist, da waren dann 4 oder 5 Christen, ich weiß nicht wie viele, Christen, die dann alle geredet haben und ich konnte nicht darauf antworten, weil die alle jeweils ihr Thema dann vorgebracht hatten und ich dann aber nicht darauf antworten konnte. Oder ich musste mir jedes einzelne Thema aufschreiben, hatte dann aber nur, 2 oder 3 Minuten, um darauf zu antworten. Es hat also relativ wenig Sinn, das so zu machen. Das Komische ist, ich habe dann angeboten, dass wir uns zusammensetzen auf Debatten-TV und das mal durchdebattieren, einfach mal in die Tiefe durchgehen. Naja, und das ist zu viel. Da haben sie dann schnell einen Rückzieher gemacht. Aber Kinders, pass mal auf, ihr Apologeten, ihr müsst doch mal endlich lernen, was Atheist ist. Ja, das ist doch nicht so schwer. Guck mal, wir haben Atheismus-TV. Wo wir eine Gruppe von Leuten haben, die nichts miteinander gemeinsam haben, außer dieser einen Sache, dass die eben nicht glauben, dass es Götter gibt. Aber jeder ist verschieden. Jeder ist anders. Jede Person in dieser Gruppe hat eine eigene Meinung zu Göttern, zu anderen Göttern. Und dann zu Einstellungen zu allem. Wenn ich mit Apologeten rede, dann können die doch nicht kommen und sagen, du weißt nicht, wie das Universum entstanden ist, also Gott. Das geht doch nicht. Wir sind doch im 21. Jahrhundert. Kinder, es hört doch mal auf damit. Das God of the Gaps Argument ist doch jetzt nun wirklich alt. Und ihr müsst doch irgendwann mal lernen, dass es Blödsinn ist. Genauso wie es Blödsinn ist zu fragen, du weißt ja noch nicht mal, ob deine Mutter ist. Lass das doch mal. Genauso mit den Prophezeiungen. Dann ist mir gesagt worden, ja, es gibt, weiß ich nicht, zigtausend Prophezeiungen in der Bibel. Dann habe ich gesagt, ja, nee, eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann zeig mir mal eine. Ja, dann kam eine Prophezeiung, dann habe ich gesagt, ja, das ist keine Prophezeiung. Weil, bla 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 bla.
Aha, okay, dann hier ist die nächste. Aber Kinders, ich habe euch doch gerade gezeigt, warum das keine Prophezeiung ist. Wieso zeigt ihr mir denn eine andere Prophezeiung, die genauso doof ist? Wo die Prophezeiungen in der Bibel keine sind, weil sie entweder nichts prophezeien, weil da einfach nur steht, es wird irgendwann ein Sohn geboren. Ja, okay, gut. Ich bin auch ein Sohn und bin irgendwann geboren worden. Also prophezeit die Bibel mein Erscheinen oder was? Das Zweite ist, diese Prophezeiungen sind keine Prophezeiungen, weil darüber geschrieben wurde, nachdem diese eingetreten sind. Ich kann nicht sagen, der prophezeit den Überfall auf Jerusalem oder die Zerstörung des Tempels, wenn das 40, 50 Jahre danach geschrieben wurde. Ich kann nicht sagen, im Alten Testament wird etwas prophezeit, wenn es im Neuen Testament aufgegriffen wird, weil die doch wussten, was im Alten Testament steht. Kinder, das macht einen rasend. Und dann zu sagen, es gibt, weiß ich nicht, zig Dutzende von außerbiblischen Quellen, die die historische Existenz von Jesus belegen. Und dann sage ich, okay, wer denn zum Beispiel? Ja, Tacitus. Okay. Dann zeig mal bitte, wo Tacitus Jesus erwähnt. Ja, hier, da in dem Text, da wird er ganz klar erwähnt. Ja, okay, dann zeig mir das. Ja, dann holen Sie den Text und da steht nichts von Jesus. Weil der Typ 2000 Kilometer weit weg gewohnt hat und 100 Jahre später geschrieben hat und einfach nur das Hörensagen aufgeschrieben hat, was ihm Christen gesagt haben. Weil Christen haben geglaubt, bla bla bla, es gibt einen Jesus und so weiter. Und der hat aufgeschrieben, Christen glauben, Jesus existierte. Okay? Ist das jetzt ein historischer Beleg für die Existenz Jesu? Nein. Es ist einfach nur, dass Christen das geglaubt haben. Ja, da wissen wir. Aber dann hören sie nicht auf und sagen, ja, aber der hat's gesagt. Dann sage ich, nein, der hat das genauso wenig gesagt, weil der genauso wenig Jesus erwähnt. Und wir sind jetzt noch später als Tacitus und der sagt auch nicht irgendwas über Jesus, sondern nur das, was Christen geglaubt haben. Und dann irgendwann hängen sie beim Josephus fest und der ist eine Fälschung, das kann man ganz einfach darstellen. Das habe ich doch alles schon durchgekaut. Also es ist ein Trauerspiel. Hört doch mal auf, überlegt euch doch mal was Neues. Ihr könnt doch nicht immer nur dieselben Sachen, die seit 1000 Jahren gesagt werden, immer wieder wiederholen, wenn die doch dauernd schon weiß ich, wie oft widerlegt sind. Und dann persönlich auf einen Atheisten loszugehen und zu sagen, du bist ein Lügner, du bist dies, das nützt nichts. Es sind Tatsachen, die wir haben, wo wir ganz klar sagen können, es gibt diese Sachen nicht, es gibt keine Prophezeiung, es gibt keine historischen Belege dafür, dass Jesus tatsächlich existiert hat, genauso wenig wie für Moses, genauso wenig wie für Mohammed. Also hört doch mal auf damit. Und ich bin eben schockiert über das mangelnde Wissen, mangelnde Informationen, mangelndes Verständnis, dass man als Apologet sich nicht vorher damit beschäftigt. Man kann doch mal bei Atheismus TV vorbeigehen und fragen, hör mal, wie funktioniert das eigentlich bei euch? Was habt ihr gemeinsam? Wie seid ihr eigentlich drauf? Wie kommt ihr dazu? Warum habt ihr das? Bla bla bla. Da kann man sich ja drüber unterhalten. Und bei uns ist es nicht so, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Wir haben kein Buch, in das wir eine Kerbe ritzen müssen und sagen müssen, oh, guck mal hier, schon wieder einen überwältigt oder zerstört oder darum geht es bei uns gar nicht. Wir wollen gar keinen dekonvertieren. Es geht nur darum, dass wir uns gegenseitig verstehen müssen. Anstatt uns dauernd mit irgendwelchen idiotischen Aussagen da für doof verkaufen zu wollen. So, das wollte ich mir nur mal von der Leber reden, weil ich mich da gestern geärgert habe über diesen sehr primitiven Ansatz und die sehr oberflächliche Art, wie da umgegangen wird mit Leuten, die eine andere Meinung haben. Und das finde ich halt schade. Und deswegen halt mein Vorschlag, bitte, bitte, bitte informiert euch vorher. Bitte, bitte, bitte guckt mal nach, was ist denn eigentlich ein Atheist? Und wenn ihr es nicht wisst, dann fragt doch einfach. Und wenn ihr irgendwas sagt über, weiß ich, egal ob Koran oder Bibel oder Tora oder was immer, guckt doch mal nach, ob das nicht schon widerlegt wurde. Bevor ihr euch da lächerlich macht jedes Mal. Und dann immer wieder persönlich werden müsst und dann hinterher sagt, ach, der Typ ist ja doof, bitte rausschmeißen. Ja, ich bin dann hinterher rausgeschmissen worden, weil diese Apologeten einfach nicht damit klargekommen sind, dass ich alles hinterfrage. Aber das sollte man eigentlich tun. Und man sollte alles so lange hinterfragen, bis man eine gute Antwort hat. Und dann kann man aufgrund dieser guten Antwort dann eine Entscheidung treffen.
Das war's. Das wollte ich nur mal jetzt mir von der Leber reden, weil ich da relativ tief geschockt war gestern über das Level. Okay, ich wünsche euch noch was. Ich hoffe, wir werden alle besser miteinander reden können. Ciao.